das ist wie du, niemand anders ist wie du, Herr. Du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du, Herr. Denn du bist groß, du bist groß. Du, oh Herr, wir beten dich an. Du bist groß, Herr, und keiner ist wie du, denn du bist groß. Ja, du bist groß, Jesus. Der Schöpfer aller Welt bist du. Du bist unser Erretter. Niemand ist wie du, Herr. Niemand ist wie du. Und wir wollen dich preisen, oh Herr, denn du bist groß. Du bist groß, Herr. Kannst du einfach deine Größe betrachten? Wenn du dein Leben schaust, wenn du um dich herum schaust, siehst du nicht die Größe Gottes in der Schöpfung, in die Wunder, die du jeden Tag erlebst, weil du jeden Tag aufwächst, weil du am Leben bist, du bist gesund, du bist errettet. Der ist groß und der ist würdig, alle Ehre zu bekommen. Du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie, oh, niemand anders. Denn du bist groß, du tust große Wunder, du tust große Wunder. Das ist wie du, Herr. Denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Können wir dem Herrn noch einen Applaus schenken? Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir danken dir. Parce que nul n'est comme toi. Et niemand ist so wie du. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Danke für diesen Privileg, in deiner Gegenwart zu sein. Saint-Esprit de Dieu. Heiliger Geist Gottes. Nous prions que tu te manifestes en ce moment que nous voulons apprendre de toi. Wir beten, dass du dich jetzt offenbarst, wo wir was von dir lernen wollen. Parle-nous. Sprich zu uns. Nous sommes prêts à t'écouter. Wir sind bereit, dir zuzuhören. Je viens prier enfin que tu m'utilises comme un instrument favorable ce matin. Ich bete, damit du mich gebrauchst wie ein günstiges Werkzeug an diesem Morgen. Et communique-moi ta pensée. Und vermittle mir deine Gedanken. Je ne connais pas parler. Ich weiß nicht, wie man redet. Mets des mots dans ma bouche afin que ton peuple en bénéficie. Lege deine Worte in meinen Mund, damit es einfach gut ist für dein Volk. Dans le nom puissant de Jésus. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame. Wir können uns hinsetzen und dem Herrn einen Applaus schenken. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Ein Seigneur? Applaus für den Herrn schenken, bitte. Que le ciel soit glorifié. Der Herr sei gepriesen. Voilà, notre thème que nous voulons parler ce matin s'intitule. Unser heutiges Thema lautet Être équipé pour résister dans le siècle présent. Ausgerüstet sein, um im jetzigen Jahrhundert zu widerstehen. Être équipé pour résister dans le siècle présent. Ausgerüstet sein, um im jetzigen Jahrhundert zu widerstehen. Nous allons lire dans Romains chapitre 12, le verset 2. Lass uns im Römer Kapitel 12, Vers 2 lesen. Romains chapitre 12, le verset 2. Römer Kapitel 12, Vers 2. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni pour ce matin. Der Herr sei gepriesen für diesen Morgen. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce matin. Ich preise dem Herrn, dass er mir den Atem geschenkt hat an diesem Je Morgen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout et chacun au milieu de vous. Und ich preise dem Herrn auch für die Gegenwart einige von allen in diesem Raum. Vous avez disposé votre temps pour le Seigneur. Ihr habt eure Zeit dem Herrn zur Verfügung gestellt. Que le Seigneur soit reconnaissant à vos sacrifices. Der Herr ist eure Opfer dankbar. Être équipé pour résister dans le siècle présent. Ausgerüstet sein, im jetzigen Jahrhundert zu widerstehen. Lorsque nous voulons parler du siècle présent, wenn wir vom jetzigen Jahrhundert reden wollen, tout le monde comprend déjà que nous parlons de cette génération. Jeder versteht schon, dass es heißt in dieser Generation, wo wir Paul leben. Paul écrit cette lettre aux Romains. Paulus schrieb diesen Brief zu den Römern. Il dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Er sagte, seid nicht diesem Jahrhundert gleichförmig. S'il parlait, ne vous conformez pas au siècle présent. Als er dies sagte, cela veut dire le siècle n'était pas bon ou le siècle n'est pas bon. Wollte er damit meinen, dass dieses Jahrhundert nicht gut war? Ce n'est pas d'abord le siècle qui est problème. Nicht das Jahrhundert ist das Problem. Mais c'est le caractère du siècle qui est problème. Sondern die Zeichen von diesem Jahrhundert sind das Problem. Et quand on parle de ce siècle, wenn man von dem Jahrhundert spricht, qu'est-ce que nous voyons dans ce siècle? Was sieht man in diesem Jahrhundert? Qu'est-ce qui caractérise ce siècle? Was sind die Zeichen von dem Jahrhundert? Cela veut dire que ce siècle est caractérisé par de mauvaises influences, par le péché, par la mauvaise vie. Dann heißt es, dass dieses Jahrhundert solche Zeichen hat wie schlechtes Leben, Sünde und einfach alles, was negativ ist. Voilà pourquoi Paul exhorte aux chrétiens. Darum ermahnt Paulus die Christen, de ne pas vivre selon ce siècle. Nicht nach dem Jahrhundert zu leben. De ne pas se conformer au caractère de ce siècle. Nicht den Kriterien des Jahrhunderts sich gleichförmig zu sein. Mais dit, soyez plutôt transformés. Stattdessen sollt ihr einfach verwandelt werden. Et discerner quelle est la volonté de Dieu. Und einfach deuten können, was der Wille Gottes ist. Cela veut dire que le siècle a sa volonté. Das heißt, dass das Jahrhundert der eigene Wille hat. Cette génération a ses priorités. Dieses Jahrhundert hat die eigene Prioritäten. Cette génération a une mode de vie. Es hat eine Lebensart. Mais toi, tu vis dans cette génération. Aber du lebst in diesem Jahrhundert. La Bible dit, tu ne dois pas te conformer. Und die Bibel sagt dir, du sollst es nicht gleichförmig sein. Mais tu dois maintenant chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu dans ce siècle. Sondern erkennen können, was der Wille Gottes ist in dem Jahrhundert. Et voilà pourquoi j'ai dit que être équipé pour résister dans le siècle présent. Darum ist das Thema heute betitelt, ausgerüstet sein, im jetzigen Jahrhundert zu widerstehen. Quand on veut dire être équipé, wenn man spricht von ausgerüstet sein, l'équipement, c'est pouvoir avoir des choses nécessaires pour une expédition. Also die Ausrüstung ist dafür da, dass man einfach wichtige Werkzeuge hat, einfach etwas zu erledigen. On peut parler de l'équipement dans l'armée. Man kann von Ausrüstung in der Armee sprechen. Un soldat ne part pas en guerre sans être équipé. Ein Soldat geht nicht zum Krieg, ohne ausgerüstet zu sein. Et nous sommes aussi dans l'armée de l'Éternel. Und wir sind selbst auch in der Armee Gottes. Pour marcher avec le Seigneur, tu as besoin d'être équipé. Mit dem Herrn zu wandeln, brauchst du auch eine Ausrüstung. Je vais essayer un peu de pingler quelques caractères de ce siècle. Ich werde ein paar Kriterien dieses Jahrhunderts hervorheben. Les gens veulent changer la doctrine biblique en faveur de leurs opinions aujourd'hui. Menschen wollen die biblische Lehre nach ihren eigenen Meinungen einfach
anpassen. Cela veut dire dans ce siècle où nous nous trouvons. Das heißt, in dem Jahrhundert, wo wir uns befinden, surtout dans notre génération d'aujourd'hui, vor allem in der jetzigen Generation, les gens considèrent plus les opinions que la doctrine de la parole. Menschen geben mehr Wert auf ihre Meinungen anstatt an der Lehre, an der biblischen Lehre. Lorsque tu prêches ce que la Bible dit, wenn du predigst, was die Bibel sagt, ils veulent contredire ça à travers de leur opinion. Dies wollen sie widersprechen mit ihren Meinungen. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, le verset 4. Die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 3, Vers 4. Quand tu commences dans le premier verset, ab dem ersten Vers, on voit Ève avec le serpent qui s'est conversé. Man sieht da das Gespräch zwischen Eva und der Schlange. Le serpent lui demande, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Die Schlange fragt, was hat denn der Herr euch gesagt? Il demande ce que Dieu a dit. Der fragt, was hat denn Gott gesagt? Il demande la doctrine de Dieu pour vous. Er fragte also nach der biblischen, nach der Lehre Gottes für euch. Eva avait aussi la connaissance de la doctrine. Und sie hatte, Eva hatte auch die biblische Lehre. Er dit que Dieu nous a dit de ne pas manger, de ne pas toucher le fruit qui est au milieu de l'arbre de jardin. Und sie antwortete, Gott hat gesagt, wir sollen nicht essen, aber auch noch nicht mal anfassen die Frucht im Mittel des Gartens. On ne doit pas toucher, on ne doit pas manger, sinon nous allons mourir. Wir dürfen weder es essen noch anfassen, sonst werden wir sterben. Ça, c'est ce que Dieu a dit, c'est la doctrine. Das ist, was Gott gesagt hat. Das ist die Lehre. Dieu a mis cette doctrine afin que le peuple puisse bien marcher avec lui. Gott gab diese Lehre, damit das Volk gut mit ihm wandeln konnte. Mais le serpent dit, non, c'est faux. Aber die Schlange sagte, nein, das ce ist eine Dieu Lüge. Vous a dit là, c'est faux. Was Gott euch gesagt hat, ist eine Lüge. Ce n'est pas vrai. Das stimmt nicht. Regarde. Schau mal zu. Dieu sait que le jour que vous allez manger cela, Gott weiß, an dem Tag, wo ihr das essen werdet, vos yeux s'ouvriront. Eure Augen werden sich auftun. Ça, c'est l'opinion du serpent. Das ist die Meinung der Schlange. Et facilement, la femme s'est accepté cette opinion. Und so leicht hatte die Frau einfach diese Meinung angenommen. Les gens ont tenté de changer la doctrine biblique par leurs opinions. Die Menschen ersetzen die biblische Lehre mit ihrer eigenen Meinung. Ils veulent que vous acceptez ça. Und sie wollen, dass ihr das zustimmt. Et le problème que les prédicateurs aujourd'hui, und das Problem ist, dass die Prediger heutzutage, et en voulant satisfaire le peuple, commence aussi à prêcher les opinions. Weil sie das Volk einfach nach den Meinungen des Volkes gehen wollen, dann predigen sie auch, was sie hören wollen. Bien-aimé de Dieu. Geliebte Gottes. Moi, je le dis que je ne suis pas contre les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité. Ich sage, dass ich nicht gegen die Homosexuelle bin, aber ich bin gegen die Homosexualität. La Bible dit ça très bien dans Romains, le chapitre 2, le chapitre 1, verset 27. Die Bibel sagt es klar und deutlich in Römer Kapitel 1, Vers 27. La Bible dit de même les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leurs propres désirs. Die Bibel sagt da klar und deutlich, dass als die Menschen den natürlichen Gebrauch der Frau verlassen haben, haben einfach das gemacht, was gegen der Natur ist. Maintenant, en faisant le mariage homme à homme. Indem sie jetzt heiraten, Mann zu Mann. Et lorsque tu prêches cela, und wenn du dies aber ça predigst, devient un problème. Dann wird es zu einem Problem. Les gens quittent l'église. Menschen verlassen die Combien Gemeinde. De personnes qui ont quitté l'église ici à cause de ça? Wie viele Menschen haben diese Gemeinde deswegen qui verlassen? Me voir, die kommen zu que mir pasteur, und sagen, Pastor, mais ce que tu prêches, aber das, was du en prédis, disant que l'homosexualité c'est un péché, indem du sagst, Homosexualité c'est selon eine moi, Sünde, j'ai des amis qui sont homosexuels, meiner Meinung nach, ich habe Freunde, die homosexuell sind, qui sont tellement bons, serviables, die sind so nett, so ja, bereit zu plus dienen, même que des chrétiens, sogar mehr als Christen, alors je ne bereit. Vois pas ce qui est mal à ça. Also ich sehe nicht, wo das Problem et liegt. Voilà pourquoi tu dois accepter ça. Und darum sollst du das zulassen. Maintenant, moi, je dois accepter tes opinions ou bien je dois prêcher l'évangile. Also jetzt soll ich deine Meinung annehmen oder das Evangelium predigen. Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Und das ist das Problem der Gemeinde heutzutage. Les gens viennent avec leurs opinions. Menschen kommen rein mit ihrer eigenen Meinung. Ils veulent défavoriser la doctrine en faveur de leurs opinions.
die wollen das Evangelium ungünstiger machen in der Nähe ihrer eigenen Meinungen. Et ils ont tenté d'entraîner plusieurs chrétiens. Und sie sind dabei, mehrere Christen dabei plusieurs mitzunehmen. Pasteurs dans leur vent. Mehrere Pastoren. Halleluja. Halleluja. Est-ce que tu peux acclamer pour Ein le Applaus Seigneur? Zu dem Herrn. Le peuple de Dieu veut plus, ne veut plus vivre selon la parole de Dieu. Das Volk Gottes will nicht mehr nach dem Wort Gottes leben. Au nom de leur liberté. Im Namen ihrer Freiheit. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent liberté dans ce siècle où nous sommes. Ich weiß gar nicht, was die Menschen heutzutage Freiheit noch nennen. Bien-aimé de Dieu. Geliebte Gottes. Les gens disent que les chrétiens disent que non, ils veulent être libres. Non, si tu parles du péché, c'est leur vie privée. Si tu parles de l'impudicité, non, ça c'est ils disent que c'est l'extrême. Donc, ils veulent être libres, se conformant comme ils veulent, mais sans obéir à la parole de Dieu. Also die Menschen wollen einfach frei sein. Die wollen nicht, dass du sprichst oder deutest genau auf die Sünde, die sie begehen. Wenn du sprichst über Unzucht, nein, das sollst du nicht ansprechen. Wenn du sagst, dies ist nicht gut, nein, das sollst du nicht ansprechen. Sie wollen einfach nur nach ihrer Lüste leben. Quand tu prêches la parole de Dieu, wenn du das Wort Gottes predigst, quand c'est contre lui, wenn es gegen ihn quand c'est contre ist, ce qu'il veut, gegen dem, was er will, il n'est pas d'accord, il quitte l'église. Dann ist er nicht einverstanden und verlässt die Gemeinde. Bien-aimé de Dieu, geliebte Gottes, si la parole de Dieu te condamne, c'est pas moi, pasteur Didier Chumbu. Wenn das Wort Gottes dich verurteilt, dann bin ich nicht Didier Chumbu das Problem, sondern das Wort. Jérémie chapitre 2, verset 31. Jeremia Kapitel 2, Vers 31. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de peste, de ténèbres? Wurde ich für Israel eine Wüste oder ein Land, wo Aussatz war? Pour mon peuple, dit-il, nous sommes libres. Nous ne voulons pas retourner à toi. Wo mein Volk sagt, wir sind frei, wir wollen nicht zu dir zurückkehren. Il dit que nous sommes libres. Er sagt, wir sind frei. Dieu a donné la prophétie à Jérémie d'aller avertir le peuple contre leurs fautes. Gott gab das, also Jeremia die Weissagung, damit es sein Volk warnt. Et Jérémie a prêché ce que Dieu lui a dit. Und Jeremia sagte aus, was Gott ihm gesagt hatte. Et à la fin, und am Ende, on dit que cet homme mérite la mort. Sagte man, dieser Mann, der verdient den Tod. Parce qu'il parle des choses contre notre temple et contre la ville. Weil er spricht über Sachen, die gegen unsere Tempel ist und gegen der Stadt. Mais il a parlé ce que Dieu voyait que le peuple faisait. Aber er hatte das ausgesagt, was Gott sah, was das Volk tat. Dieu voyait le peuple dans l'idolâtrie. Gott sah das Volk einfach in Götzen. Dieu voyait le peuple dans les mensonges, l'impudicité. Er sah das Volk in der Lüge und in Unzucht. Mais c'est le peuple de Dieu. Aber es war das Volk Alors, Gottes. Au nom de leur liberté, also im Namen ihrer Freiheit, il dit que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Sagten sie, wir sollen alles tun und lassen, wie wir möchten. Et lorsque tu prêches la vérité, und wenn du dort die Wahrheit predigst, tu deviens un aliment à l'abattre. Dann wirst du ein Tier, das man schlachten soll. La liberté que vous cherchez ici, je vais dire dans la marche chrétienne, pourquoi vous ne cherchez pas ça dans l'état, à l'État? Also die Freiheit, die ihr aussucht in eurem christlichen Wandel, warum sucht ihr das auch nicht bei der Stadt? Sur la terre ici, auf dieser Erde, il n'y a pas un pays qui n'a pas de loi et qui n'a pas d'ordre. Es gibt kein einziges Land, das weder Gesetze hat noch Ordnung. Quand l'État dit ceci, on est prêt à obéir. Sobald der Staat sagt, wir sollen dies oder jenes tun, dann Parce sind wir bereit zu police. Gehorchen, weil wir Angst vor der Polizei haben. Mais lorsque mais avec Dieu, les gens veulent marcher librement, commettre la fornication, l'adultère, le péché étant dans l'Église. Aber mit Gott, die Menschen wollen ihre Freiheit haben, in Unzug leben, in ihre Sünde haben und dies in die Gemeinde bringen. Nous sommes ici en Allemagne. Wir sind hier in Deutschland. Essaye de dire que tu vas vivre comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. Also wage es zu sagen, du willst leben, wie du machst und willst. Tu verras la police derrière toi. Dann wird die Polizei bald hinter dir tu sein. Tu peux parquer la voiture là où il ne fallait pas parquer, tu vas voir la facture vient. Wenn du da parkst, wo du nicht durftest, dann wirst du dir deinen Strafzettel drauf sehen. Cette génération parle de la liberté.
Diese Generation spricht über Freiheit. Je veux être libre. Ich möchte frei sein. Vivre comme je veux. Leben, wie ich mag. Seulement avec Dieu. Aber nur mit Gott. Mais dans le, même dans ta maison, tu n'es pas libre. Il y a des principes là-bas. Aber auch in deinem Haus, du bist nicht frei. Es gibt dort Prinzipien. Quelle liberté que ce peuple ou bien cette génération parle? Von welcher Freiheit spricht dieses Volk heutzutage? La liberté dans la vie du péché. Die Freiheit in einem sündigen Leben. C'est ça, cette génération. So lebt diese Generation. Les chrétiens veulent que tu fasses ce qu'ils disent et non pas ce que Dieu dit ou la parole de Dieu dit. Die Christen wollen, dass du tust, was sie sagen und nicht das, was das Wort sagt. Les chrétiens d'aujourd'hui. Die Christen heutzutage. Qui sont à l'église. Die in Gemeinde kommen. Veulent que tu puisses faire ce qu'ils disent. Die wollen, dass du ihren Willen tust. Et non pas ce que la Bible demande. Und nicht das, was das Wort von dir verlangt. Même dans des réunions, oh, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Auch in Sitzungen, dann heißt es, du sollst so tun oder so tun. Aber was sagt denn Gott darüber? 1 Samuel, chapitre 15, le verset 24. 1 Samuel, Kapitel 15, Vers 24. La Bible dit que Dieu a dit à Samuel d'aller dire à Saul. Die Bibel sagt, dass Gott zu Samuel sagte, geh zu Saul und sagt ihm, qu'il parte faire la guerre avec Amalek. Er soll gehen, um den Krieg führen mit Amalek. Mais Dieu a dit qu'il doit tout voir l'Éternel, détruire tout, peuple, animaux, tout doit être détruit. Aber er sagte, er sollte alles vernichten, sei es Tiere, Menschen, alles sollte vernichtet werden. Je n'ai pas venu voir Saul direkt. Gott kam nicht zu Saul persönlich. Il est passé par Samuel. Sondern du Samuel sprach er. Parce que Dieu voulait juger le peuple Amalek. Weil Gott das Volk Amalek richten wollte. Voilà pourquoi il a dit, il faut tout détruire. Deswegen sagte er, du sollst alles vernichten. Quand Saul part là-bas avec ses militaires, als Saul hinging mit seinem il voit des bêtes gras, Kriegsleute, er sah große Kühe. Il épargne. Dann sagt er, nee, das lege ich beiseite. Il voit l'or. Er sah Gold. Il met de côté. Er sagte, das lege ich auf Même meine le Seite. Roi, sogar der König. On le parle de la mort. Dem verschone ich auch vom Tod. Ils ont eu la victoire. Dieu les a donné la victoire. Die haben den Krieg gekriegt, denn Gott hat es denen Mais gegeben. Saul avec ses soldats. Aber Saul mit seinen Soldaten. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu a dit. Waren nicht gehorsam dem, was Gott sagte. Ce militaire dit que, mais roi, tu veux vraiment détruire l'or? Seine Soldaten sagten, also König, willst du wirklich Gold zerstören? Es ist doch so viel Geld. Dieu n'est pas ici. Gott ist nicht hier. Écoute-nous, roi. Hör uns zu, König. C'est comme ça que Saul a écouté. Und so hat Saul dir zugehört. Et Dieu vient voir Samuel. Und Gott kam zu Samuel. Il dit que j'ai rejeté Saul. Er sagte, ich habe Saul verstoßen. Il ne sera plus roi. Er wird nicht mehr König sein. Et quand Samuel part voir Saul, und als Samuel zu Saul ging, j'aime la réponse de Saul. Ich mag die Antwort von Saul. Saul commence à dire, Saul fing an zu sagen. La Bible dit, alors Saul dit, die Bibel sagt, also Saul sagte, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Ich habe gesündigt, denn ich bin gegen dem Wort, dem Befehl Gottes gegangen. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Und ich habe nicht nach deinem Wort gehorcht. Je craignais le peuple. Ich fürchtete das Volk. Et j'ai écouté sa voix. Und ich habe seine Stimme zugehört. Alors tu crains celui que tu vois, mais tu ne crains pas celui qui est invisible. Also du fürchtest demjenigen, den du siehst, und fürchtest gar nicht den Unsichtbaren. Celui que tu ne vois pas est plus dangereux que celui que tu vois. Demjenigen, den du nicht siehst, ist noch gefährlicher als demjenigen, den du siehst. Dans mon patois, on dit ceci. In meiner Muttersprache sagt man folgendes. Un ennemi détecté n'est plus puissant. Ein bekannter Feind ist nicht mehr mächtig. Un voleur déjà identifié ne peut plus te voler n'importe comment. Ein Dieb, der schon erkennbar wurde, kann nicht mehr so leicht dich bestehlen. Que tu ne connais pas, aber denjenigen, den du même nicht si kennst, c'est ton ami, va commencer bien te voler. Auch wenn es dein engster Freund ist, der wird dich weiterhin berauben. C'est pour dire que, das ist um zu sagen, comme toi, tu as peur des hommes, weil du Angst vor Menschen hast. Non, je ne veux pas croire au Seigneur, je ne veux pas faire ceci, je veux perdre mes amis, je veux perdre mon mariage, je veux perdre, c'est bien, mais
C'est mieux de perdre les amis et de ne pas perdre le ciel. Wenn ich an dem Herrn glaube, dann werde ich meine Freunde verlieren, meine Ehe verlieren, ich werde dies oder jenes verlieren, aber es ist besser, das alles zu verlieren, aber nicht deine Seele zu verlieren. Saul a dit qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu. Saul sagte, er war dem Befehl Gottes ungehorsam. Et à Samuel. Und auch zu Samuel. Dieu ne peut que parler à travers ses serviteurs. Gott spricht nur durch seine Diener. Donc si toi tu désobéis la parole que je prêche, ce n'est pas à moi que tu as le problème, c'est avec Dieu. Also wenn du das, dem Wort ungehorsam bist, den ich predige, dann hast du kein Problem mit mir persönlich, sondern mit Gott. Mais tu connais ce qui m'a dérangé dans ça? Aber weißt du, was mich störte dabei? Saul a écouté ce militaire. Saul hörte seine Soldaten zu. Mais quand Dieu vient juger, aber wenn Gott jetzt kommt, um zu richten, il n'a pas jugé ses soldats, hein? Er hat nicht nur seine Soldaten c'est gerichtet, Saul qui l'a jugé. Sondern Saul. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus roi. Er sagte, von heute an bist du nicht mehr König. Bien-aimé de Dieu, geliebte Gottes, continue à écouter les gens. Hör weiterhin Menschen zu. Mais à la fin, Dieu ne va pas juger ces gens-là, c'est toi qui le vas juger. Aber am Ende wird er nicht diese Menschen richten, sondern dich selbst. Saul n'était plus roi. Saul après war nicht mehr König, danach. Mais c'est le militaire là qui lui a conseillé. Aber die Soldaten, die ihn berieten, ils sont restés fonctionnaires. Die sind weiterhin, ils sont devenus même les soldats encore de David. Die sind weiterhin Diener geblieben und auch Soldaten Davids geworden. Les gens là qui te donnent de mauvais conseils. Diese Menschen, die sich schlecht beraten. Qui te poussent vers le mal. Die dich zum Bösen führen. Quand tu vas tomber dans le trou. Wenn du in eine Falle landen wirst. Ils vont s'arranger même du côté de tes ennemis. Die werden die Seite wechseln und zu deinen Feinden wechseln. Que, regarde, soit déjà chrétien. Die werden sagen, ja, schau mal, voilà und nannte sich Christen. Schau mal, wie er hingefallen et ist. À parler avec les gens qui étaient contre toi. Und sie fangen an zu murmeln mit den Menschen, die gegen dich schon parce vorher que les soldats, là, waren. Weil solche Soldaten, ils sont devenus les soldats de David. Die wurden auch zu Soldaten von David. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Un Seigneur? Un applaus zu dem Herrn. C'est ça cette génération. Das ist dieses Jahrhundert. Si tu prêches des choses qui sont contre la volonté du peuple, wenn du Sachen predigst, die gegen den Willen des Volkes tu ist, n'es pas un bon prédicateur. Dann bist du auf einmal kein guter Prediger quand mehr. Quand tu parles du péché, wenn du von der Sünde les gens appellent ça à l'extrême. Dann heißt es, es ist einfach, du bist ein Extremist. Ah, tu vois là. Donc cela veut dire déjà l'extrême droite dans le péché. Das heißt, das ist auch schon die Reste. Also, ja, die rechte Seite gibt auch in der Sünde. Quand tu prêches la vérité, tu deviens radical. Oh, il est l'extrême, un prédicateur d'extrême droite. Also es gibt auch Rechtsextremisten. Sobald du sowas predigst, dann bist du ein Rechtsextremist in der Gemeinde. Je ne suis der pas Gemeinde. Dans le parti politique, oh, je suis apolitique. Ich bin nicht politisch unterwegs. So. Acclam pour le ein Seigneur. Applaus zu dem Herrn. Halleluja. Amen. Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Das ist unser heutiges Problem. Tu peux te rendre compte que tu es tenté de parler du péché à quelqu'un qui dit que c'est sa vie privée. Es könnte sein, dass du mit jemandem über die Sünde sprichst und dann heißt es, nee, es ist doch mein persönliches Leben. Ma sœur, tu es tombé. Meine Schwester, du bist hingefallen. Dieu ne veut pas ça. Gott will sowas mon frère, nicht. Ce n'est pas bon. Mein Bruder, es ist nicht so gut, wie il du lebst. Pasteur, c'est ma vie privée. Dann heißt es, Pastor, es ist mein Privatleben. Hein? Und wenn er die Gemeinde verlässt, c'est le nom du pasteur dans sa bouche, hein? Es ist der Name des Pastors in seinem Mund. Seigneur Jésus. Bien, le Messie, le travail que moi, je n'ai jamais voulu faire, c'est le travail ici. Also, Geliebte, wenn es eine Arbeit gibt, die ich nie mehr ausgewählt hätte, um zu tun, das ist diese Arbeit, Gott zu dienen. Vous pouvez vous rendre compte, quelqu'un était à l'église, il draguait les filles de l'église, il quitte l'église, il a dehors, on a dit que c'est à cause de Pater que je quittais l'église. Könnt ihr euch vorstellen, jemand war wirklich einer, der immer wieder alle Frauen den Hof gemacht hat und jetzt verlässt er die Gemeinde und jetzt. Anstatt zu sagen, was er tat, il a dragué au moins plus de cinq filles. Il disait que Saint-Esprit m'a dit que c'est toi ma femme. Saint-Esprit m'a dit que c'est toi ma femme. Dann heißt es jetzt, ich, der Pastor ist die Schuld, weil ich, warum ich die Gemeinde verlassen habe, obwohl er hier mindestens 5 Frauen angemacht hat. Mais quand il quitte l'église, aber wenn er die Gemeinde verlässt, pourquoi tu as quitté l'église?
Warum hast du denn die Gemeinde verlassen? Le monde dans l'église. Oh, der Pastor, der hat die Welt in die Gemeinde gebracht. Et comme moi aussi, je ne viens plus lapider les gens du Balachère, tu supportes toi-même, insister comme vous voulez. Aber da ich nicht Menschen steinigen will hier vor, also am Altar, dann heißt es einfach, ja, steinig mich. Also, je prie pour vous wie que ihr vous wollt. Ne vous conformez pas au siècle présent au nom de Jésus. Ich bete für euch, dass ihr euch diesem jetzigen Jahrhundert nicht anpasst. Les chrétiens de ce siècle ne sont plus derrière le modèle. Die Christen dieses Jahrhunderts suchen nicht mehr Vorbilder. Mais ils sont derrière les influences. Die sind hinter Einflüsse eher. Il suffit que le pasteur tu sois influent. Die brauchen nur, dass der Pastor wirklich sehr mächtig ist. Avant, quand on épousait les femmes, früher, als man Frauen geheiratet on épousait hat, la femme à cause de son caractère. Man heiratete sie wegen ihrem Charakter. Surtout dans nos villages. Vor allem in unsere Dörfer. Quand tu veux te marier, wenn du heiraten wolltest, on te dit que tu vas épouser la fille de Bayaya. Dann heißt es, du wirst die Tochter von Bayaya heiraten. Parce que voilà comment elle est, voilà comment elle est, voilà comment elle est. Denn sie ist so und sie ist so. Mais aujourd'hui, aber heutzutage, les gens n'épousent plus le fille par rapport à ce qu'ils ont, mais par rapport au make-up. Heiratet man nicht mehr Frauen wegen ihrer Charakter, sondern wie ihr Make-up aussieht. Par rapport à la beauté extérieure. Also wegen ihr äußerliches Aussehen. Par rapport aux formes. Wie sie geformt c'est ist. Ça que les gens suivent. Das folgen die Menschen heutzutage voilà mehr aus. Divorce n'est plus un accident. Deswegen ist die Scheidungsrate nicht tu mehr as ein Zufall. Du hast doch Formen tu ihrer Figur gefolgt. Du hast Make-up gefolgt. Va avec ça jusqu'à la gare. Dann musst du bis zum Ziel gehen. Alléluia. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Das so sind die Christen heutzutage. Ils veulent ce qui apparaît. Sie wollen das, was sichtbar ist. Ils veulent ce qui influence. Das, was einfach beeinflusst. Oh, il a beaucoup d'argent. Also dieser Mann Gottes, der hat so viel il Geld. Il a beaucoup de fire. Der hat so viel Feuer in sich. Il a beaucoup l'onction. Der hat so viel Salbung. Son église est remplie. Seine Gemeinde ist voll. C'est là on va le suivre parce qu'il est influent. Man wird ihm dann folgen, einfach weil er groß aussieht. Mais on ne suit plus le serviteur de Dieu parce qu'ils sont modèles. Aber man folgt nicht mehr Männer Gottes, weil sie Vorbilder on n'est pas appelé à l'église parce que l'église est modèle. Man geht nicht mehr zu einer Gemeinde, weil sie eine vorbildliche Gemeinde ist. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que nous ne devons pas être influents. Ich sage nicht, dass wir auch keinen Einfluss haben je sollen. Je ne dis pas que on ne doit pas avoir l'onction. Ich sage nicht, dass wir keine Salbung haben mais sollen. Ce qui est important, aber was wichtig la ist, Bible dit que vous ne les reconnaîtrez pas par leur influence, mais par leur fruit. Die Bibel sagt, ihr werdet sie nicht durch ihre Werke erkennen, nicht durch ihren Einfluss erkennen, sondern durch ihre Früchte. Matthäus 7, 16. Das ist in Matthäus 7, 16. Le chrétien mesure le vrai homme de Dieu par l'onction, par le nombre de chrétiens, par de grandes églises. Der Christ misst einfach die Gemeinde durch die Anzahl der Christen, die dort vorhanden sind. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Kann ich weitermachen? Parce que je vois les gens dorment maintenant. Ich habe den Eindruck, ihr schläft reçois alle ein. Ton miracle au nom de Jésus. Bekomme dein Wunder reçois im Namen ton mariage au nom de Jésus. Bekomme dein... Alléluia. Donc on mesure les vrais hommes de Dieu par le miracle, par l'onction, par la foule. Also man misst ein wahrhaftiger Mann Gottes heutzutage durch die Salbung, wie voll seine Stühle in der Gemeinde sind. Le magicien fait aussi le miracle. Die Magier, die tun auch Wunder, je oder? Je ne dis pas que Dieu ne fait pas le miracle à travers moi. Ich will nicht damit sagen, dass Gott keine Wunder mais tut auch durch mich. Mais vous ne pouvez pas mesurer le vrai homme de Dieu par le foule, par le miracle des choses extérieures. Aber dies soll kein Maßstab sein, um zu erkennen, wer ein wahrhaftiger Mann Gottes ist. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu. Geliebte Gottes. Nous-mêmes, on veut aussi le foule. Wir wollen auch eine Volksmenge mais hinter uns sein. Dans la volonté de Dieu. Aber indem wir im Willen Gottes bleiben. On veut des miracles. Wir wollen Wunder mais auch qui sehen. D'en haut. Aber die von oben herabkommen. De la terre. Und nicht die von der Erde mais kommen. Ça doit venir d'en haut. Sondern von oben herab. Jesus Christus est comme Seigneur. Jesus Christus als Herr. Il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Er sagt, mein Vater handelt und ich auch handle. Il ne faisait rien de lui-même, mais il prenait tout au ciel. Er tat nichts von sich selbst, sondern er bekam alles vom Himmel.
Mais c'est ça aujourd'hui. Und heutzutage leider. On n'a pas le temps de juger quelqu'un s'il est marabout, il est magicien, il est sorcier. Il y a même des pasteurs qui enceintes de filles. Les témoignages ne disent rien. La réputation ne compte pas. Mais il est influent. C'est bon. Heutzutage betrachtet man nicht mehr, man schaut nicht, was ist das für ein Pastor, was sind denn seine Früchte, auch wenn er ja Kinder hin und her zeugt, wie er schlecht lebt, das ist nicht mehr wichtig. Solange seine Gemeinde voll ist, dann ist es gut. Comprenez ceci. Begreift dies. Dieu ne peut pas utiliser tout le monde de la même manière et de la même façon. Gott kann nicht alle gebrauchen von der gleichen Art und von gleichem Handlung. Il y a des gens qui doivent avoir les églises de 100,000 personnes. Es gibt Menschen, die Gemeinde haben sollen mit 100,000 Menschen. Mais il y a des gens qui doivent avoir l'église de 120 personnes. Aber es gibt auch andere, die eine Gemeinde haben sollen mit 120 Leuten. C'est ce que Dieu t'a envoyé comme mission d'accompli. Es ist die Mission, den Missionsauftrag, den Gott dir gegeben hat, zu erfüllen. Jésus-Christ est Seigneur, un grand sacrificateur, il a laissé l'église de 120 personnes. Jesus Christus als Herr, als hoher Priester, der hat eine Gemeinde hinterlassen mit 120 Personen. Mais le miracle que Jésus faisait. Aber die Wunder, die er tat, ressusciter Lazare, qui a fait 4 jours dans la tombe. Lazarus von den Toten auferstehen lassen nach 4 Tagen. C'est petit, hein? Ist es pour so toi, klein? Ist es ein Mais il a laissé l'église de 120 personnes. Aber er hat eine Gemeinde nur mit 120 Leuten hinterlassen. Donc cela veut dire quoi? Was bedeutet dies? Comme je l'ai dit tout à l'heure, wie ich vorher sagte, Dieu peut utiliser quelqu'un à une autre dimension. Gott kann eine Person wirklich zu einer besonderen Dimension gebrauchen. Jean-Baptiste, que nous lisons dans la Bible. Johannes der Täufer, den wir in der Bibel le lesen. Le grand prophète qui a vu Jésus, qui a introduit Jésus dans le ministère. Der große Prophet, den Jesus gesehen hat und ihn sogar in den Missionsdienst eingeführt hat. Tu peux me citer le miracle que Jean-Baptiste a fait? Kannst du mir die Wunder nennen, die Johannes tu der Täufer hat? Tu connais là où il a ressuscité de mort? Wer weiß, wo er Tote auferstehen ist, wo er Kranke heilt. Ça n'existe pas. Dies gibt nicht. Mais c'est le grand prophète. Aber er war der große Prophet. Il a prophétisé pour le Messie. Er prophezeite für den Messias. Et il a vu le Messie. Und sah auch den Et Messias. Il a baptisé le Messie. Und taufte sogar Et il a den présenté Messias. Le Messie. Voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Und stellte auch den Messias vor und sagte, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde von der Welt rausnimmt. Le vrai miracle de Jean Baptiste. Das wahre Wunder von Johannes der Täufer. C'est la repentance. Ist die Bekehrung. Repentez-vous. Bekehrt euch. Changez de vie. Wandelt um. Hey, c'est ça que les gens ne veulent pas. Das ist das, was Menschen nicht mehr heute Quand wollen. Tu prêches comme ça, là, wenn du so predigst, les gens quittent l'église tout le jour, die Menschen verlassen allmählich die Gemeinde. Tu as touché leur vie. Du hast ihr Leben angeführt. Quitter. Verlass die Gemeinde. Ceux qui sont appelés. Diejenigen, die aber Ceux berufen qui sont prédestinés. Sind. Die vorbestimmt Ils sind, entrent dans l'arche. Die werden in die Arche einsteigen. Avant, je pleurais pour ça, mais maintenant, j'ai dosé, j'ai compris. Früher, ich weinte so sehr für sowas, aber jetzt, ich habe begriffen. Halleluja. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Können wir pour le dem Seigneur? Herrn einen Applaus geben? Donc, comprends que Dieu ne peut pas t'utiliser de la même façon, de la même méthode. Tu suis, oh, je veux être comme tel. Tu ne peux jamais être comme lui. Tu vas être comme toi. Also begreife, Gott kann dich nicht gebrauchen wie die anderen, denn du wirst niemals der andere sein, du bist du selbst und er wird dich so als einzige, einzigartige Person gebrauchen. Ein Applaus zu dem Herrn. Je vais seulement arrêter. Ich werde abschließen. Comment faire pour résister dans ce siècle présent? Wie kann man in dem jetzigen Jahrhundert widerstehen? Premièrement, Als allererste, pour résister dans ce siècle, in diesem Jahrhundert zu widerstehen, il faut avoir la connaissance du vrai Dieu. Musst du die Erkenntnis über den wahrhaftigen Gott haben. Avant nous, quand on croyait, on cherchait à connaître la parole de Dieu, à connaître le Seigneur. Früher, als wir glaubten, wir wollten wirklich dem Herrn aufsuchen, wirklich nach seinem Wort suchen. Mais aujourd'hui, quand les gens croient, ils cherchent le mariage, la bénédiction, la délivrance, la victoire, si des ennemis, tu as déjà des ennemis, toi, tu viens de quoi aujourd'hui?
Also, aber heutzutage, wenn Leute glauben, die sind schon auf der Suche nach Ehe, nach Erfolg, nach dies und jenes, sogar über den Sieg gegen Feinde. Du bist gerade neugeboren und schon hast du Feinde. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Das sind die Christen von heute. Ils ne cherchent plus la connaissance de la vérité. Die suchen nicht mehr die Erkenntnis der Wahrheit. Ils ne connaissent même pas le Dieu qu'ils servent. Die kennen noch nicht mal den Gott, den die dienen. Voilà pourquoi je dis, pour résister à ce siècle, tu dois avoir la connaissance du vrai Dieu. Darum sage ich, in diesem Jahrhundert zu widerstehen, musst du die Erkenntnis über den wahrhaftigen Gott haben. Daniel Kapitel 11, Vers 32. Daniel Kapitel 11, Vers 32. Il ne séduira pas de flatterie le traître. Er wird nicht sich einfach bestechen lassen. Voilà, il ne séduira pas la fraternité. Nee. Er wird sich bestechen lassen durch Verräter. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Aber diejenigen unter dem Volk, die ihren Gott kennen würden, agiront avec fermeté. Die werden einfach mit Standhaftigkeit handeln. Tu connais d'abord le Dieu là que tu sais. Kennst du erstmal diesen Gott, den du dienst? Moi, je connais le Dieu que je sais. Ich kenne aber den Gott, den Il ich diene. Il s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Sein Name ist Jesus Christus von Nazareth. Même si y a la guerre là-bas en Israël, c'est le Jésus Christ de Nazareth. Auch wenn es jetzt aktuell Krieg gibt in Israel, das ist aber der Jesus Christus von Nazareth. Qui est né d'une femme vierge s'appelle Marie. Der geboren war von einer Jungfrau namens Maria. Qui a été crucifié et ressuscité le troisième jour. Der gekreuzigt wurde und tot war und auferstand von den Toten nach dem dritten Tag. Et il est aujourd'hui assis sur le trône à la droite du Père. Und heute sitzt zur rechten Seite des Vaters. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent Jésus qui servent Jésus. Es sind nicht alle, die einfach Jesus predigen, die wirklich Jesus Mais lorsque dienen. Toi, tu n'as pas la connaissance de vrai Dieu, und wenn du nicht die Erkenntnis hast über den wahrhaftigen Gott, dann wird man dich nach jeder Windrichtung tu vas lenken. Tomber dans leur piège. Und du, so wirst du in die Falle landen. Est-ce que tu comprends ça? Verstehst du ça, das? C'est le premier moyen. Das ist das erste, also der erste Mittel, der dir helfen kann, in diesem Jahrhundert zu Deuxième widerstehen. Moyen, être né, être réellement né de nouveau et transformé. Zweite Mittel ist tatsächlich neugeboren sein und verwandelt worden. Pour résister à ce siècle ici là. Und in diesem Jahrhundert zu tu dois être réellement né de nouveau. Du musst tatsächlich von neu geboren worden sein. Transformé. Und auch eine Umwandlung erlebt haben. Nous avons des gens à l'église, mais tous ne sont pas encore nés de nouveau. Wir haben Leute, die in Gemeinde sitzen, aber nicht alle sind schon neu geboren Quand worden. Quand tu vois quelqu'un qui est à l'église, mais qui justifie son caractère, qui justifie ses péchés, cela veut dire né de nouveau. Also wenn du jemanden siehst in der Gemeinde, der da ist, aber sein Charakter, seine Handlungen rechtfertigt, dann ist er wirklich nicht neu geboren. Tu mens, on te dit que tu as ce péché, dit que non, c'est ma nature. Tu es toujours en colère chez toi, tu bavardes, tu incites ton mari, tu dis que non, c'est ma nature. Non, tu n'es pas encore né de nouveau. Du lügst und dann spricht man dich an, du sagst, nee, das ist meine Natur. Oder du bist immer zornig zu Hause, du beschimpfst immer deinen Mann, du sprichst schlecht mit ihm und du sagst, das ist meine Natur. Nein, du bist noch nicht neu geboren worden. Jean chapitre 3, le verset 9. 1 Jean chapitre 3, le verset 9 à 10. Vous allez lire ça vous-même. 1 Johannes Kapitel 3, Vers 9. Das werdet ihr selbst lesen. 1 Jean chapitre 3, le verset 9 à 10. 1 Johannes Kapitel 3 Vers 9 bis 10. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent plus le péché, ne pratiquent pas le péché. Geliebte, da heißt es, diejenigen, die von neuem geboren worden sind, die leben nicht mehr in der Sünde. Donc si tu es né de Dieu, das heißt, wenn du von Gott neu geboren wurdest, même le pasteur ne va pas avoir le travail. Dann wird der Pastor sogar arbeitslos werden. Parce que c'est la nature de Dieu en toi t'empêche de vivre dans le péché. Denn die Natur Gottes in dir wird dich davon abhalten, in der Sünde zu leben. Nous sommes à l'église, les gens ne sont pas transformés.
Wir sind in der Gemeinde, aber viele sind noch nicht wirklich verwandelt worden. Les gens sont orgueilleux à l'église. Menschen sind hochmütig in der Gemeinde. Les gens sont têtus à l'église. Menschen sind dickköpfig in der Gemeinde. Les gens ont des problèmes avec les gens sans pardonner à l'église. Menschen haben Probleme mit anderen, die vergeben nicht und die leben trotzdem in der Gemeinde. Il y a les gens qui ne saluent pas les autres à l'église. Es gibt Menschen, die grüßen andere nicht in der Gemeinde, weil sie Probleme haben. Vous vous mentez, mais pas Jésus. Ihr belügt euch selbst, aber Jésus nicht Jesus. Ne te connaît pas, que tu veux ou pas. Jesus kennt dich nicht, auch wenn du es nicht glauben tu dois être de nouveau. Du musst von neu geboren werden. Parce qu'on ne peut pas être à l'église et ne pas être transformé. Denn man kann nicht in der Gemeinde sein und nicht umgewandelt sein. Je n'ai rien contre toi, hein? Ich habe nichts gegen dich persönlich. Ich liebe dich so sehr. Est-ce que tu m'aimes aussi? Liebst du mich aber auch? Alléluia. Amen. On va s'en sortir. Wir être transformé. Wir sollen uns umwandeln lassen. Ça, c'est important. Das ist wichtig. Donc quand tu vois quelqu'un justifie ses fautes, justifie ses péchés, justifie son caractère, comprends qu'il n'est pas encore né de Dieu. Reste tranquille. Wenn du prie pour la personne. Also wenn du jemanden siehst, der immer ständig dabei ist, sich recht zu fertigen und zu sagen, ja, ich tue dies oder so, also seine Sünden zu rechtfertigen, dann verstehe einfach nicht, diese Person ist nicht umgewandelt. Dritte Mittel. Marcher selon la parole de Dieu. Nach dem Wort Gottes wandeln. Marcher selon la parole. Nach dem Wort Gottes. Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, Vers 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Dein Wort ist ein Licht an meine Füße. Cela veut dire, tu n'as pas d'abord besoin que le pasteur vienne dire que non, impudicité c'est péché, mensonge c'est péché. Mais lorsque tu marches selon la parole de Dieu déjà dirige tes pas dans les sentiers de la justice. Also da braucht der Pastor nicht zu dir zu kommen und zu sagen, dies ist eine Sünde, das ist eine Sünde. Nein, wenn du nach dem Wort Gottes lebst, dann ist es schon für dich ein Maßstab, ein Wegweiser, um dich in die Gerechtigkeit zu führen. Si tu marches selon la parole de Dieu, wenn du nach dem Wort Gottes wandelst, c'est ton premier conseiller. Das ist dein erster Ratgeber. La parole de Dieu va te conseiller. Das Wort Gottes wird dich beraten. Et voilà pourquoi David a dit ça. Und darum sagte dies David. Être rempli du Saint-Esprit. Vom Heiligen Geist erfüllt sein. Je vais me limiter ici. Damit werde ich abschließen. Nous allons continuer cela. Aber wir werden es fortführen Comment ein anderes Mal. Tu peux résister au siècle présent? Wie kannst du im jetzigen Jahrhundert widerstehen? Être équipé. Ausgerüstet sein. Pour résister dans le siècle présent. Um in diesem Jahrhundert zu widerstehen. Le Seigneur t'aime. Der Herr liebt dich. Mais le Seigneur veut que tu sois réellement le reflet de Christ. Aber der will, dass du tatsächlich der Widerspiegel sei von Christus. Quand on te regarde, wenn man dich betrachtet, on voit un chrétien transformé. Soll man ein verwandelter Christ sehen. Nous sommes dans ce siècle. Wir leben in diesem Jahrhundert. Qui a tellement de mauvaises choses. Wo es so viele schlechte Sachen Bien gibt. Aimé de Dieu. Geliebte Gottes. Depuis qu'il y a la mondialisation des choses qu'on invente, tout ce que tu vois là, et le péché qui augmente. Seitdem es, also die Welt offener wurde, siehst du einfach, dass auch die Sünde mehr wird. Il est vrai. Es ist wahr. Il y a l'augmentation de l'intelligence. Dass die Intelligenz der Menschen immer noch vertiefer wird. L'augmentation de la connaissance. Dass die Kenntnis noch größer wird. Mais quand nous regardons, aber wenn wir betrachten, ce que nous vivons, wie wir leben, les gens commencent à chercher, même avant c'était bien, avant c'était bien, avant c'était bien, vous voyez. De l'augmentation de l'intelligence et de tout ce que nous voyons, les inventions, n'a pas réduit la crise économique et ne nous a pas donné de manger maintenant 6 fois par jour. Also die Menschen fangen an sogar zu bereuen, wie es früher mal war. Trotz dem technischen Fortschritt heutzutage oder wie die Wirtschaft wurde, heißt es nicht, dass die Menschen besser leben oder wohlhabender oder 6 Mal pro Tag essen. Cela veut dire, la vraie pollution, c'est le péché. Das heißt, die... La vraie pollution. Okay. Also la vraie pollution, vraiment, c'est le péché qui pollue bien l'atmosphère. Alors, das heißt, dass die tatsächliche Umweltverschmutzung ist wirklich die Sünde.
Revenons à Dieu. Lass uns zu Gott zurückkehren. Et marchons selon la volonté de Dieu. Und nach dem Willen Gottes wandeln. Et nous allons être distingués dans ces siècles. Und wir werden in diesem Jahrhundert ausgesondert sein. À travers nous, und durch uns, les autres vont être éclairés même dans ces siècles. Werden Menschen auch erleuchtet werden, auch in diesem Jahrhundert. On peut se tenir debout. Lass uns bitte aufstehen. We love you forever. We love you forever. We love you forever, Jesus. We love you. Ah, we love you forever. We love you forever, Jesus. We love you. We love you. L'église, on peut chanter forever. Ensemble. We love you forever, we love you forever, Jesus. We worship you, we worship you forever, we worship you forever, we worship you forever, Jesus. We worship you, we worship you forever. We worship you forever, we worship you forever, Jesus. We praise you, we praise you forever, we praise you forever, we praise you forever, Jesus. We praise you, we praise you forever. We praise you forever, we praise you forever, Jesus. We need you, we need you forever, we need you forever, we need you forever, Jesus. Tu vas dire à Dieu. Okay. Du wirst Gott sagen. Seigneur, je suis faible. Herr, ich bin schwach. Mais je vais vraiment être différent dans ce siècle. Aber ich möchte unterschiedlich sein in dieser Jahrhundert. Je viens te supplier de m'aider par ta grâce. Ich bitte dich, mir zu helfen durch Parce deine que de Gnade. Moi-même, je ne peux pas. Weil alleine kann ich das Nous nicht. Sommes en prière. Dis-lui, Wir Seigneur. Beten. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Sag ihm, Herr, ich brauche deine Gnade. Herr Jesus, ich brauche dich, o Herr. Durch meine eigenen Kräfte werde ich es nicht schaffen, o Herr. Ich werde nicht schaffen, den Unterschied zu machen, o Herr. Durch meine eigenen Kräfte, o Herr, werde ich es nicht hinkriegen. Dir zu gefallen, dir nachzufolgen, so zu leben, wie du es haben möchtest, o Herr. Ich bitte um deine Hilfe. Ich brauche dich, o Herr. Ich bitte dich. Komm du und stärke du mich. Okay. Seid bitte konzentriert. Gott, mein Vater, zusammen. Oh Gott, mein Vater, oh Gott, mein Freund, du liebst und hörst nicht auf,